Regeln, ne? Ich könnte explodieren. Wenn ich ausraste, ich raste richtig aus. Vielleicht bin ich einfach nicht dafür geschaffen. Ich weiß gar nicht, wie ich das überstehen soll. Danny Unchained. Es war hier deutlich angenehmer, bevor du runtergekommen bist. Zippel nicht. Lass dies. Aber halt's doch kurz da raus. Oh, das ist keine schöne Beine. Mission Sendezeit. Uwe, habt ihr auch schon mitgekriegt, dass er die Lager gewechselt hat, ne? Gut, ich gehe. Willkommen zu Promi Big Brother Tag 5. Das ist so ein richtig harmoniebedürftiger Mensch. Und der spürt so gerade diese richtig negativen Vibes hier, die ja eigentlich schon seit gestern Abend sind. Denkt die ganze Zeit darüber nach, ob mein Körper mir jetzt sagen will, dass ich hier aufhören muss. Sie haben es geschafft und Uwe weint. Ich habe ein Problem mit der Heulerei. Ich heule doch gar nicht. Aus Star Trek wird also Star Dreck. Ja, es gibt hier negative Vibes. Aber bitte nicht vergessen, wir haben hier auch negative Mens. Den Toastbecher haben wir immer. Also ich bin schon etwas harmoniebedürftiger anscheinend als die anderen Teilnehmer. Vielleicht bin ich einfach nicht dafür geschaffen. Ey, oh Mann, Uwe. Ich habe aber auch so das Gefühl, dass er genauso fehl am Platz ist wie die Approbation von Melanie Müllers Chirurgen. Uwe ist völlig am Ende. Wer wäre das nicht mit Melanie Müller und Dani Büchner in einem Format? Topfschläger Raffi fällt auch auf dem Big Planet zunehmend in Ungnade. Das war wirklich wie im Film, ne? Ja, total. Aber es war halt einfach der falsche Moment. Ja, ja. Das war wirklich wie eine Freakshow gestern. Also den konnte man nicht mehr. Aber der war so komplett anders, als er den ganzen Tag über war, ne? Ja, das waren zwei Gesichter. Er wollte... glaube ich auch, dass es alle mitbekommen. Er hat so viel Charme und ich fand es auch mega witzig. Ich verstehe nicht, wieso er sich das so kaputt gemacht hat. Und sobald sie aber mit Raffi zusammen ist, ist sie wieder eine Lästerschwester. Ina ist halt auch einfach wirklich so billig, da weint selbst der Penny. Raffi hat Charme, sie meint wohl Fremdscham. Wobei ich nicht gedacht hätte, dass sie das Wort Charme fehlerfrei aussprechen kann. Was er da abgezogen hat, fand ich echt nicht cool. Also ich fand es am meisten auch respektlos Jörg gegenüber, wie er mit dem geredet hat. Das hat mich sowas von bewegt und umgetrieben. Ja. Der Auftritt gestern war wirklich, geht nicht. Nein. Geht nicht. Geht nicht. Nein. Geht nicht. Ich würde mich mit ihm nicht versöhnen wollen, weil... will ich nicht mehr. Jörg will auf Abstand gehen. Das ist übrigens genau der Tipp, den auch Melanie Müllers Gynäkologe allen Männern gibt. Wer ist das jetzt genau und war die schon immer da? Euer Tag, neues Glück. Weiter geht's. Ich finde das so eine Frechheit, was hier gestern passiert ist. Die Gruppe so auseinander zu springen, hier runterzukommen. Jetzt geht mit mir einkaufen, du hast ja gar nichts zu sagen. Ich brauche mir kein Wort mehr reden. Ich habe das Gefühl, es wird mit allen Mitteln gekämpft. Aber die Mittel haben ihn gerade selbst abgesägt, das sage ich dir. Der hat sich gerade selbst abgesägt. Sie ist einfach richtig schockiert. Wobei, nee, so sieht ihr Gesicht, glaube ich, immer aus. Tja, ganz offensichtlich ist bei Melli nicht nur die Beef mit Raffi-Platte hängen geblieben. Ich bin mir irgendwie auch nicht so ganz sicher, ob sie sich nicht doch auch ihr Gehirn hat glätten oder eben liften lassen. Wenn man das dann noch in einer Live-Show macht, dann zeigt das für mich einfach nur, Leute, Deutschland, Aufmerksamkeit. Guck mal, hier bin ich. Sorry, ich find's arm. Das wird sein Verhängnis. Normal hätte ich sowas nochmal angesprochen und würde mir den nochmal zur Seite nehmen. Aber das ist durch. Weil ich mache mich lächerlich, er macht sich ja lächerlich. Jetzt merken wir sind hier alle dabei und wollen unbedingt gewinnen. Und das mit allen Mitteln. Sagt der Mensch, der die ganze Zeit mit einer Plastikkrone rumläuft, um aufzufallen. Achtung, Verwechslungsgefahr. Wir haben hier eine Krone aus Plastik und die Krönung aus Plastik. Hier ist aber ja auch niemand, um neue Freunde zu finden. Die suchen hier maximal neue Follower, um ihre OPs zu bezahlen. Jörg entschließt sich, sie kurzerhand hinzurichten, indem er das Reservoir für das Kaffeepulver mit Wasser vollgibt. Jörgs Frage an den Kaffeepulvereinsatz. Darf ich zumindest mal wissen, in welcher Funktion du hier bist? Und damit schaltet Jörg eine lebenserhaltende Maschine ab. Möchtest du einen Kaffee haben? Ich trinke gar keinen Kaffee. Aber danke. Achso, weil wenn du ja gesagt hättest, hätte ich gesagt, wir klemmen immer die Maschine. Ein bisschen schusselig. So verwirrt, wie er hier mit der Kaffeemaschine umgeht, kennen wir sonst eigentlich nur Dieter Bohlen, wenn er keine vorgeschriebenen Gags hat. Und diese Marie kann sich hier immerhin Requisite bei Promi-BB in den Lebenslauf schreiben. Ist doch auch was. Besser als gar nichts, finde ich schon mal. Ist ein guter Anfang für die, die kein großes Talent haben. Ich finde seinen Look und alles drum und dran einfach so abgespaced, noch jung und frisch. Von wem hast du denn diese Haare geerbt? Papa. Ich hoffe, ich kann noch einiges lernen von Jörg, von Papa Jörg sozusagen. Ach guck, war Jörgs Vater also Perückenmacher? Naja, also sein Toupet klebt jedenfalls so an ihm wie die Steuerschulden am Wendler. So ein Daddy
wünscht sich, glaube ich, jeder Sohn. Ob ich auch dann so einfach so noch genauso fresh bin wie du? Nee, das schaffst du nicht. Okay. Wenn ich mal an deinem Alter bin, Jörg. Dann klappt das hoffentlich auch mit der Grammatik. Aber so einen Korb von unserem Jörg zu bekommen, das ist fast schlimmer, als Patrizia Blanco die abgestorbenen Nippel einreiben zu müssen. Danny, bitte nicht über das Morgen nachdenken, sondern heute hier einfach duschen. Durch die City, sagte, wenn wir da oben landen, mit Jörg zusammen und Danny. Ja. Da wird hier unten nichts mehr ausgestrahlt. Ja, da genau. Geht's so ab da oben. Ja, ja. Wer kriegt die meiste Aufmerksamkeit? Ja, oder? Wie im Kindergarten. Gruselig. Also zieht mich runter, das geht mir an die Psyche einfach. Ehrlich gesagt, tut mir Uwe echt so ein bisschen leid. Das Einzige, was bei ihm noch läuft, ist offensichtlich die Nase. Achtung, Verwechslungsgefahr. Im vergangenen Jahr durfte unsere Emmy Russ hier keinen Lapdance machen, weil der für Werners Gesundheitszustand sehr kritisch hätte werden können. In diesem Jahr darf Dani Büchner keinen machen, weil der für unseren Gesundheitszustand sehr kritisch wäre. Ich weiß, dass so Dreierbündnisse schon ein bisschen Macht haben, weil 3 Stimmen können schnell jemanden rausschmeißen letztendlich. Klar. Ne? Ja, von mir aus sollen die mich rausschmeißen. Ist egal. Das hat mich ein bisschen mitgenommen, euer Streit, muss ich so zugeben. Also es geht nicht so ganz spurlos an mir vorbei. Und Mimi ist auch tatsächlich mit die Einzige, die dem Raffi hier noch glaubt. Mimi ist erstaunlicherweise immer noch ziemlich schüchtern und zurückhaltend. Es liegt anscheinend auch so ein bisschen an den Kameras. Oh, wow. Wobei, ich kann schon nachvollziehen, dass sie nicht davon ausgegangen ist, dass sich irgendjemand für sie interessiert. Das tut mir natürlich leid, dass sich das mitgenommen hat. Uwe, habt ihr auch schon mitgekriegt, dass er die Lager gewechselt hat, ne? Wie ist das, ne? Nicht sympathisch. Und die? Wir drei hier. Wir bleiben bis zum Schluss. Wir bleiben bis zum Schluss, ja. Es war hier deutlich angenehmer, bevor du runtergekommen bist, sage ich ganz ehrlich. Uwe, wie stellst du mich jetzt denn da? Ich bin neuer Kind, ich bin also kein Monster oder so. Ich würde wirklich mal gerne wissen, wie das nach außen ausgestrahlt wird. Ja, ich auch. Entschuldigung, Melanie schießt gegen Uwe. Wenn dein Charakter innerhalb eines Tages so verbraucht ist, wie eine Unterhose von Bauer Uwe nach einem Tag Feldarbeit. Ich habe wirklich das Gefühl, nach Promi-BB brauchen die hier alle mal eine gute Gruppentherapie. Damit wir das aushalten, lasst mir auf jeden Fall direkt schon mal ein Abo mit Glocke da. Können wir mal erst was falsch? Ich habe nichts gegen dich, aber ja. Es war einfach das Gesamte. Ist ja ein Rotz, was der erzählt, ja. Spielt mir gerade der Kamm, wirklich. Also kann auch die Zeit vergehen. Ich habe einfach nur Angst, weil ich sag mal so, das ist meine erste Teilnahme in so einem großen Projekt. Und ich habe jetzt Angst, dass irgendwie ganz Deutschland denkt irgendwie so, ich habe hier irgendwie versucht, irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu betrügen und fliege vielleicht morgen raus. Hier rein. Erik will hier einfach nicht negativ auffallen. Das reicht ja schon, wenn sein Test negativ ausgefallen ist. Keinerlei Intelligenz gefunden. Es ist aber auch wirklich schade für ihn, dass er nicht gleichzeitig in 2 Hintern kriechen kann. Erik, wir werden dich natürlich nicht als irgendeinen Faker in Erinnerung behalten. Wir werden dich einfach gar nicht in Erinnerung behalten. Ich kann mal jetzt kurz quatschen. Ich wollte nur ein, zwei Sachen fragen, weil ich habe so das Gefühl, am Anfang war hier alles so eine Möchtegern-Family. Das ist das Spiel. Aber am Ende will auch jeder den scheiß Geldkoffer. Im Endeffekt sind doch alle irgendwie so fake. So habe ich das, so ist mein Gefühl manchmal so, weißt du? So. Ey, das ist die Chance meines Lebens, wenn ich jetzt aufgeben würde. Alter, wirst du, hör mal auf deines Lebens. Ist doch hier nicht der Nabel der Welt. Nein, aber ich liebe diese Show. Eine Sekunde, er holt sich jetzt Trash-Ratschläge bei Daniela Büchner. Da hilft wirklich nur noch eines. Ich bin ein Star! Holt mich hier! Das Einzige, was sich hier nach noch weniger bewegen wird als deine Karriere, ist Mischas kleiner Mischa. Bei Erik weißt du genau, der macht es genau, weil jetzt einer zuhört. Am ersten Tag schon wollte er alle Themen, die man zu bieten hat, unbedingt mit einem besprechen, weil er genau wusste, oh, das nehmen die sich. Das ist Macho, das ist Prostitution. Er wusste ganz genau, wenn die Kameras drauf sind. Absolut. Hast du es auch im Gefühl gehabt? Er ist eine Fake. Weiß ganz genau, was er tut. Dann sind wir uns ja einig. Ja. Ganz nach dem Motto, bei Penny sind die Nudeln zwar günstig, aber garantiert nicht so billig wie die von Erik. Im netten Bereich sind in diesem Jahr wirklich alle nur böse am Lästern. Und das tatsächlich einfach sofort nach dem Umzug. Eine größere Verwandlung gibt es nur, wenn sich Desiree Nick abschminkt. Stimmung ist sehr bedrückt, aber auch, weil ich gar keinen Bock auf die Station hier habe. Dass sie aufeinander zugehen, das wird, glaube ich, niemals passieren. Das ist halt eine kleine Schlange. Deswegen ist also unbeliebt draußen. Weißt du nicht? Hm? Weißt du nicht? Ich dachte, die klatscht dir eine. Oder du ihr.
Ich hätte ihr keine geklatscht, auch wenn ich es gerne gewollt hätte. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Was haben die anonymen Streitsüchtigen mit Promi-BB gemeinsam? Niemand weiß, wer die anderen dort sind. Es fällt mir tatsächlich sehr, sehr schwer zu sagen, wer hier am unsympathischsten ist. Und wie sie dann so vor Erich gegangen ist und so. Nee, der hat jetzt keine Eier, ich rede hier zu denen. Und peinlich für ihn, nicht für mich. Wir drei unterhalten uns doch hier allein. Der arme Uwe ist todmüde, die anderen waren weg. Die Stimmung wäre sogar besser, wenn wir nur zu dritt hier drin wären. Ja, stimmt. Gut, ich gehe. Nein, ich meine, ich bin nicht du. Aber ich finde es halt lustig, dass wir jetzt schon so, dass die auch schon so sagen, so ja, wir sind ein Team. Sie hat ihr eigenes Team, wie so eine eigene Armee. Warum lustig? Die sagen halt, ich habe hier den richtigen Partner gefunden. Gemeint ist natürlich das Geld, nachdem sie vielleicht gewonnen haben. Ey, aber Melanies Blick ist auch wirklich so düster. So böse schauen dich normalerweise nur Influencer an, wenn du mit ihnen quatschen möchtest, du aber keinen blauen Haken hast. Eins kann man mal über unsere Promis im Weltall sagen. Sie haben sich definitiv nicht alle bei Madame Tussauds, Madame Touché kennengelernt. Sonst ist nämlich nicht zu erklären, warum Peyton wirklich bei jedem nachfragen muss, wer er ist. Der Ton in der Live-Sendung war ja nicht so gut, deswegen hören wir noch mal rein. Wie war das jetzt bei Melanie Müller? Was macht ihr alle? Du? Ich stehe auf der Bühne, singe, mache sowas hier mit. Ja. Okay. Ah, okay. Und ich dachte, man kennt sie vom Bachelor und von irgendwelchen Filmchen. Du? Fernsehen. 75% der Deutschen kennen mich. I don't give a fuck about that. Wo kommst du denn her? Also, was machst du denn? Also, nur Social Media. Also, ich bin Influencerin. Okay. Ah, ja, ich war auch mal arbeitslos. Wie reagiert die Mutter der Nation, wenn sie niemand kennt? Drecksweib. Darauf kann ich verzichten, dankeschön. Ich gehe morgen nach Hause. Diese Blicke, als die Influencerin sie einfach nicht kannte. Seid ihr noch mehr? Aber beide voll sympathisch. Also voll lieb. Das sind am Anfang alle, Schatz. Ich habe mir gewünscht, dass die Leute vielleicht ein bisschen, ja, bessere Laune am Anfang haben, wenn man ankommt und ein bisschen herzlicher empfangen wird. Eigentlich war ich einfach nur überfordert, weil alle so schlechte Laune hatten. Also hat sie offensichtlich wirklich noch nie morgens mal um 8 oder 9 ganz normal gearbeitet. Peyton weiß, wie man Likes und Follower macht, wie man sich aber Freunde macht, das weiß sie ganz offensichtlich nicht. Wie viele Tage sitze ich hier schon? Sehen wir so fertig aus? Wir sehen alle ziemlich deprimiert aus irgendwie. Ja, das schöne Lächeln geht ganz schnell weg. Ach du Scheiße. Für sie wird das hier eine harte Ernüchterung, was es bedeutet, solche Formate mitzumachen. Auch das ist Promi Big Brother. Oder wie ich sage, Big Brother. Wie im echten Leben. Die neuen Kollegen zeigen, dass sie richtig viel Bock haben. Und die alten, dass sie genau darauf keinen haben. Über die Schleuse können sich jetzt beide Bereiche hier tatsächlich auch sehen. Hi, ich bin die Gitta. Freut mich. Alles gut. Ja, wir reden mal in Ruhe. Ich versuche auf jeden Fall die Fassung zu halten. Man kann sich nicht aus dem Weg gehen. Vertrag, das macht schön. Denk doch mal nach, ob man dir wirklich Böses will. Die hat mich heute mit angemacht, grundlos. Er ist respektlos, Punkt, aus, Ende. Will ich nicht, stell ich mich quer. Oh, ne, Danny sucht ja einen Vaterersatz. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Menuhin Fröhlich hier sieht, wie Danny an den Gitterstäben rüttelt, dass er feuchte Augen hat. Gitter hat gestern gesagt, sie mag spirituelle Menschen. Da hätten wir doch jemanden. Wobei, der würde sich niemals mit so unprominenten Menschen abgeben. Ja, was ist nur Schlimmes gemacht? Ja, das war... Hat oben eskaliert. Das Problem hier habe ich noch nicht verstanden. Na, haben sie sich abgesprochen? Wegen was? Ich weiß ja, wegen was denn? Irgendwas. Ja, was denn? Weiß ich ja nicht. Ganz großes Kino. Ich habe es doch auch von dir gesagt. Du kannst mich in die Ecke stellen, wie du willst. Aber du unterhältst dich und du schreist nicht. Und was sie hier versucht, ja, zu intrigen. Er weiß nicht, um was es genau geht. Er weiß nur, dass er recht hat. In welcher Maßeinheit wird eigentlich die Unbeliebtheit von unserem Raffi inzwischen gemessen? Ist es noch Jotta oder schon Prinz Markus? Ich muss nochmal mit dir in Ruhe. Nicht reden. Ja, guck. Ist gar nicht bereit. Sie will nicht. Lass ja, es, lass es. Aber halt es doch kurz da raus. Ja, lass sie. Aber halt es doch kurz da raus. Du kommst hier rein. Nein. Ja, aber wir reden doch. Gehst du nicht um meine Sache. Sie will nicht. Lass sie. Aber wer bist du, dass du mich bevormundest? Halt doch einfach mal deinen Mund, okay? Oh, das ist keine schöne Vibe. Immerhin bleibt sich Raffi treu und pumpt einfach wirklich jeden dumm an, egal was passiert ist. Und sehe ich das richtig, dass hier einige nur auf den Betten rumliegen? Also Leute, früher oder später werdet ihr alle irgendwie bei Bertie Wollersheim unterkommen. Da wäre das Arbeitsverweigerung. Ich raste gleich komplett auf. Ich glaube, die Luft ist sehr dick hier unten in der Raumstation. Ich bin richtig genervt. Ich könnte explodieren. Ich wollte ruhig sein in dieser Show, aber ganz ehrlich, ich bin auf 5500.
Es brodelt in mir wirklich. Und ich habe, warum? Überlegen mal ganz kurz, was so passiert ist, als alle hier reinkamen. Weil wenn ich ausraste, ich raste richtig aus. Ich muss mich auch bewegen. Ganz neu, seit ihrer Tollwutimpfung schäumt es nicht mehr so aus Dani Büchners Mund, wenn sie sich aufregt. Und natürlich rastet sie jetzt aus, weil es viel zu wenig um sie ging. Es ist aber auch eine Frechheit. Jetzt räumt sie hier in knapp einer Minute nochmal alles ab. 60 Sekunden oder wie es auch heißt, 5x6 mit Erik. Es ist hier gerade eine Stimmung, als ob es hier gleich irgendwie, als ob wir auf dem Fass sitzen, was gleich explodiert. Es ist auch nicht lustig. Doch, wieso? Nein, es ist nicht lustig. Ich weiß gar nicht, was los ist. Es ist nicht lustig, reinzukommen. Tag 6 für mich schon. Du warst 3 Tage, hast du dich erholt. Guck mal, sie ist 6 Tage hier. Er auch, 6 Tage hier unten. Und du sagst, ja, aber ich bin 6 Tage schon hier. Was sollen die denn sagen? Die ganze Zeit kommen die hier. Natürlich ist das scheiße. Aber das habe ich doch auch gar nicht gesagt. Natürlich hast du das gesagt. Aber ist doch jetzt mal unnötig. Ich meine ich doch. Wenn man was sagt, ist unnötig. Wenn andere was sagen, ist nicht unnötig. Ich habe überhaupt keine Ahnung, warum die hier wieder alle ausrasten, aber völlig egal, ich liebe alles. Und bitte die 10 Trash-Gebote nicht vergessen, eine Daniela Büchner hat immer recht. Claudia Obert hat aus ihrer Leber eine Minibar gemacht und Dani Büchner aus ihrer inneren Uhr eine Sendezeituhr. Heute werden sich die Raumstation und der Big Planet duellieren. Also wir müssen ja jetzt eigentlich entscheiden, wer am schlechtesten ist. Gegen wen wir gewinnen. Heike zeigt natürlich sofort auf die Dani. Sehr gut, wenn deine Eltern dich am Samstagabend zu einem Spieleabend genötigt haben. Wir machen das, wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Wir Trash-Fans, wenn in den Sommermonaten nur irgendwelche Dating-Sendungen veröffentlicht werden und erst jetzt wieder richtiger Trash läuft. So, die müssen hier mit ihren Nasen dieses Shuttle transportieren. Bei Bauer Uwe besteht natürlich genauso wie bei mir Gefahr, dass das Shuttle einfach in der Nase verschwindet. Keine Nasenberührung, unnötig. Es ist nicht so einfach, wenn die Nase wegoperiert ist. Damit steht's fest. Es gibt einen Wechsel und natürlich finden das alle hier erstmal mega gut. Was bin ja ich? Guck mal. Mein Bild ist echt hässlich. Guck mal, warum bin ich eigentlich so blass auf meinem Bild? Ich sehe aus wie so. Komm, guck mal, was hier trinken. Okay, warte. Und die Influencerin beschäftigt sich natürlich direkt mit ihrem Bild. Was? Da unser lieber Bauer Uwe jetzt endlich auch im Luxusbereich ist, bekommen die anderen was vom leckeren Toastbrot ab. Also soll Raffi für euch einkaufen. Ja, Raffi. Korb wieder hinstellen. Nicht bewegen. Möchtest du ein Produkt stornieren, musst du auf den Mülleimer neben dem Produktnamen drücken und bestätigen. Wo? Display. Korb wieder hinstellen. Ach so. Wenn du dir unsicher bist, ob das noch Promi Big Brother oder schon der große prominenten Idiotentest hier ist. Offensichtlich steht Raffi noch mehr auf Körbe als unsere Mimi. Ja. Du darfst immer nur einen Artikel aus dem Regal nehmen. Toastbrot. Nochmal Toastbrot. Stopp, du hast 2 Produkte genommen. Ach so, ja. Einmal stornieren. Und zurücklegen. Oh Mann, wie doof ist der denn? Ins Regal zurücklegen, das Brot. Ich wette, Melanie Müller überlegt gleich, ob sie ihn einfach kochen soll und den anderen dann zum Essen servieren sollte. Shampoo zurücklegen. Penne, Toast, Kaffee, Salami oder wie es auch heißt, Beef. Immerhin ist jetzt auch bewiesen, dass Raffi nicht nur charakterlich, sondern auch geistig eine absolute Null ist. Verifiziert. Dir standen heute 11 Euro zum Einkaufen zur Verfügung. Du hast 5,42 Euro ausgegeben. Damit hast du 5,58 Euro verschenkt. Sorry, Leute. Tut mir leid. Der trifft richtig auf die Düse. Der macht sein eigenes Schauspiel hier. Aber ich bin ganz entspannt, ich reg mich nicht mehr auf. Ach guck, noch nicht mal Melanie Müller glaubt, dass er so wenig kann. Es ist so schade, dass man in Melanies Gesicht aufgrund des Botox nicht mehr so richtig die Stimmung erkennen kann. Das Publikum wählt dann noch 2 hoch. Danny. Ja. Melanie geht jetzt und sofort auf den Big Planet. Jetzt hier mit dem Löffel. Ah, klar.
sie kühlt natürlich das Botox. Raffi ist jetzt natürlich enttäuscht, dass er nicht hoch kann, aber auch, weil er checkt, dass die Zuschauer offensichtlich ja Sympathien für Melanie haben. Melanie Müller, Erik und Danny sind oben. Ich hoffe, die örtliche Brauerei baut schon eine Standleitung. Warum trennt das Publikum beide? Oder laden die sich jetzt erstmal auf und lästern übereinander, bevor es dann so richtig knallt? Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich sehr. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben. Hier müsst ihr auf jeden Fall reinklicken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Die ganze Wahrheit über den Beef und die absolute Eskalation mit Interviews und. Schaut hier rein, es ist bisher meine Lieblingsfolge. Die ganze Folge gibt's bei sat1.de, verlinke ich euch in der Beschreibung. Und die beiden Queens Kader und Claudia hier in einem Video ist natürlich auch eine Ansage bei Kampf der Reality Stars. Viel Spaß mit allem und bis ganz bald. Ciao.